Was geht, liebe Freunde? Hier ist Jens am Start und heute wollte ich eigentlich ein Video mit Marcel machen, aber er musste mir leider kurzfristig absagen, aus gesundheitlichen Gründen. Und da habe ich mir dann überlegt, so, ey komm, machst du mal ein Video mal alleine, wenn du schon unterwegs bist. Und heute mache ich mal für mich die Sachen, die Gründe, warum der MSV Duisburg momentan so am Kriseln ist am Saisonstart. Und damit will ich ja schon damit anfangen. Und zwar zu Punkt Nummer 1, nämlich meiner Meinung nach die Transfers, beziehungsweise worauf ich ansprechen will, sind die Abgänge. Es sind viele Leistungsträger weg von letzter Saison. Aber das heißt viele Leistungsträger. Es sind, soweit ich weiß, 3 oder 4 Leute, die gewechselt sind, die aber für diese Saison weiterhin wichtig gewesen wären, wenn man bedenkt. Ich kann ihn mal aufzählen. Peter Sliskovic ist zum Aufsteiger Türkgücü München gewechselt. Ben Baller ist gewechselt. Wohin genau, weiß ich jetzt nicht so genau. Lukas Daschner nach St. Pauli. Albutat nach Uerdingen. Das waren auch schon relativ wichtige Spieler. Und ja, der MSV hat es nicht wirklich geschafft, adäquaten Ersatz zu holen. Die haben mehr auf Quantität geachtet als auf Qualität. Also auf Spieler, die ihnen direkt weitergeholfen hätten. Ich meine, klar, die haben 2 junge Spieler geholt mit Brettschneider und Sauer. Aber solche Spieler reichen halt dann irgendwie dann auf Dauer doch nicht aus. Also jetzt kurzfristig, nee, was heißt dauerhaft, kurzfristig, halt sind die auch nicht wirklich eine Lösung. Vor allem, wenn man jetzt Punkt 2 betrifft, den ich jetzt erwähnen möchte. Punkt 2 ist für mich momentan der Ausfall von wichtigen Stützen. 2 wichtige Stützen fehlen momentan beim MSV Duisburg. Moritz Doppelkamp mit einem pfeiferischen Drüsenfieber und Ahmed Engin mit Muskelfaserriss. Und es steht nicht fest, wann die wieder zurückkommen. Und damit will ich dann wieder ein bisschen auf die Transfers ansprechen. Man hätte dabei den Transfers auf die Qualität setzen müssen, anstatt auf Quantität. Weil wenn zum Beispiel so ein Fall passiert, wie zum Beispiel Moritz Doppelkamp mit 33 Jahren, da kann es auch mal passieren, dass der mal öfter ausfällt. Und Ahmed Engin, klar, auch noch nicht so ganz alt, aber eine wichtige Stütze, die man mit Qualität ersetzen müsste. Da spielt es auch keine Rolle, ob es der Spieler jetzt, keine Ahnung, 20 ist, ob er 30 ist, ob er 40 ist oder ob er 50 ist oder ob er 60 ist. Oder wenn er kurz davor steht, zu sterben oder so, was auch immer. Also okay, das ist jetzt ein übertriebenes Beispiel, aber ihr wisst, was ich meine. Solange ein Spieler die Qualität hat, diese Stützen zu ersetzen, sieht die Sache komplett anders aus. Ich meine, gar keine Frage. Es ist schwierig, weil beim MSV Duisburg mangelt es momentan an den Finanzen. Und natürlich ohne Geld kannst du natürlich nichts holen. Das ist natürlich das große Problem beim MSV Duisburg nach wie vor. Allerdings gibt es einige Spieler, die man hätte ablösefrei holen können und die der Mannschaft auch direkt geholfen hätten. So. Das waren jetzt sozusagen meine Punkte jetzt, warum der MSV Duisburg momentan am Kriseln ist. Und man muss auch sagen, das spiegelt sich natürlich auch in den Ergebnissen her. Den Saisonauftakt hat man verbockt, definitiv. Man hat 3 Spiele, glaube ich, gespielt jetzt, davon 2 unentschieden und 1 Niederlage eingefahren. Und das kann so nicht weitergehen. Ich meine, klar, die Saison ist noch jung, es kann noch viel passieren, aber so wie es momentan aussieht, wenn die jetzt schon den Auftakt versemmelt haben, also wenn die jetzt weiter so machen, dann sehe ich eher schwarz für den Aufstieg. So, das war jetzt sozusagen jetzt ein kleines Video von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst den Daumen nach oben da, aktiviert die Glocke, abonniert den Kanal, sonst verpasst ihr keine neuen Videos mehr. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video. Bis dahin, ciao.